Wir zeigen euch unser Haus. Oder halbe Stunde geht das gute Video, Halbe Stunde. ja. Was hast du? Was habt ihr? Macht ihr gar nichts. Der chillt einfach. Weißt Also. du, Digga, kannst du auf mein neues Video reagieren? Ja, können wir machen. Aber schick mir über Dings. Schick mir über Flüster, weil über den Chat geht es. Ich mach's aber schneller, ne? Achso, schau mir jetzt. Ja, Babys Beauty Palace. Okay, gut, mach mal zwei, Was Digga, ist das? weil die Ich will nicht schwätzen anklopfen. langsam als Alter. Wieder. Hallo, meine liebe Runde, willkommen zu einem neuen Video. Herr Reich, was ist das? Ich bleib besser hier, so dann kann man das sehen. Licht ist gut, ja. Okay. Ja, also heute gibt's endlich unsere Haustür. Ich glaube, darauf haben wir euch Okay. gewartet. Ein paar Grunddaten. Und einen Außennutzbereich, sprich Garten und Terrassen und Balkonflächen. Und Wir starten mein Video, ich ja, sage. würde ich auch behaupten. Genau, also. Wird echt mal so ein geiles ja, Gefühl, das ne? macht uns auch viel größer und cooler. Ja, und schöner. Deine Schuhe da drin. Auf jeden Fall haben wir über 50 Möbel, als wir eingezogen sind. Also, das feiere ich glaube ich mit am meisten an diesem Haus. So, ich glaube, die Ecke habt ihr auch schon Warte, ich mal gesehen. kurz. Ja, sehr gut. Schlafen? Geil, Okay, starten mit der Toilette. Ich mach mit der ganzen Toilette. Weißt du, was eigentlich schade ist? Hier läuft fast immer Musik. Überall in den Decken sind Lautsprecher verbaut. Aber Ja. das können wir dank der lieben GEMA jetzt natürlich nicht präsentieren. Ja. Der ist unser Gästebezirk. Ah. War das nicht so? Der, das ist Gaming, Digga. Geht. Geht. Digga. Okay, der Gästebad. PC? Ja, ich bin mit dem Handy. Der sieht schon sehr heftig aus. Geistkrank, Digga, ich bin ehrlich. Kann man grüßen, unsere Gäste? Also, das ist das erste Bad, so. Das ist sehr nice, so mit Beton, die ist sehr geil aus. Ja. Warte, bam. Das ist die Qualität Boah, echt krass. diese Küchenzeile, Bruder, das ist geisteskrank. Das sieht brutal aus. Das ist wirklich Das sieht sehr geisteskrank. krass aus. Das ist wirklich geisteskrank, Digga. Kann ich so zurück zum. Ja, aber einfach mal kurz einen Überblick. Ja, kurzer Überblick, habt ihr gesehen und Ja, jetzt bam. die Frage, was halt erstmal vielleicht gewesen ist. Einmal so, dann zeigen wir kurz die Küche. Wir können auch gerade beginnen. Oh ja. Habt ihr auch so einen Platz, wo einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße drin ist? Mega hässlich. Ja. Mega. Danke für deinen Follow, Digga. Hätte niemand gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Aber Dings, wir können auf dein Video nicht reagieren, Digga. Das ist nur so Gaming. Hättest du jetzt ein normales Video, Digga. Das ist wirklich geil, Ja, ne? Ja, ich lieb so Tisch, ne? So Marmortisch. Ja, Mann. Ja. Crazy. Nice. Genau. Der Kinderdings da ohne Digga ist größer als mein Zimmer. Dave, ich hab's gehört, Digga. Digga. Kinderspielfeld. Digga, für was braucht man so viele Schränke? Sag mir das. Als würden die doch keine Ahnung was bunkern, Alter. Oder die haben gewusst, Corona und so. Dies, das, die dachten sich, wenn dann richtig. Schloss. Oder das Einzige, was bisher mich so fragwürdig lässt, Digga, die haben Tellerwärmer. Ja, das ist so. Also das macht Also, Sinn, das macht Sinn so. das sind so Dinge, wenn man so richtig rich ist, ne? Das sind so die letzten Dinge, die man auch braucht. Also, das zeigt, wie rich die eigentlich sind. Ich schwöre. Also Tellerwärmer, Digga, das erinnert mich an so Tellerwärmer, denke an Restaurant-Vibes, Bruder. Und ich. nicht Nein. mal jedes Restaurant hat sowas. Ich will nicht, dass die Leute schreiben, boah, für der Scheiße. Achso, übrigens, wir haben auch Getränke. Das haben wir hier. Optimalerweise Getränke und Essen, Genau, aber das müsste wenn ich wir eben das nicht nochmal ein machen. bisschen sortiert haben. Wollt ihr unten 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 Eis verkaufen? Wir haben hier noch eine andere Küche, nennt Weißt du, was ich sehr, sehr nice finde, Digga? Was dann? Dass die Decken so hoch sind. Ja. Das sieht so geil aus. Ich finde es auch nice, dass es so clean ist. So nicht Ja. so irgendwie so gelbe Wand oder so blau oder so. Einfach weiß. Überall irgendwas. Einfach Wir easy. haben hier auch nochmal Küchenschränke, wir haben hier Waschbecken, wir haben hier nochmal eine zweite Spülmaschine, die sehr praktisch ist. Wirklich Ist. sehr oft Ja, genutzt, muss hätte man ich tatsächlich sagen. auch nicht gedacht, aber wir nutzen diesen Raum sehr oft eigentlich. Das hier ist unsere wunderschöne Bierzapfanlage. Hier unten drunter kann man dann das Fass kühlen. Nur leider will niemand, ich kann nicht. Bierzapfanlage, Ist ja. auch Familie von Scheiße. Familie, ab und zu mal ein Festchen. Und die trinken nicht mal Bier. Der ist. Und das ist unsere, die ist hier nicht eingebaut, das ist unsere Sprudelanlage. Die wollte ich im Kiosk gekauft. Das Ja, da ist auf gar keinen Fall Chupa Chups Werbung, Digga. Also wir kommen nur zur Info, wir kommen aus diesem Raum hier gerade. Ja, das ist unser Wohnzimmer mit einer großen Couch, ich würde sagen, die Couch ist sehr klassisch. Ich wollte unbedingt so eine haben, ich liebe die über alles.
kommt. Ich mache jetzt folgendes Licht, das muss ich einmal aus der Seite filmen. Das sieht nämlich auch sehr schön aus so. Überleg mal, Digga. Ich feier diese Scheibe halt. Diese Scheibe ist geisteskrank, Digga. Diese Scheibe ist wirklich crazy. Unser Freund Leo reißt einfach aus diesen schönen Büchern immer die Seiten raus. Das macht mich sehr. Oh, Chanel-Buch misshandelt. Ich feier diese Samtcoach, Digga. Ja. Das ist echt nice. Ja, das ist richtig cool, weil der Leo kommt jeden Morgen dahin und guckt, ob schon Schmetterling geschlüpft ist. Dann können wir jetzt mal auf den Garten wandern und vielleicht habe ich schon gesehen, dass du einen mega großen Fang Raupen, Digga, bei dem. Mega einfach öffnen. Video hat die 1000 Aufrufe geknackt. Krank. Ich schwöre. Wirklich krank, Digga. Okay. Ich bin auch, wenn das gerade gar nicht zur Geltung kommt. Dann kommen wir hier auf unsere Terrassenfläche, unseren Außenbereich. Einmal diese Seite, da haben wir alles so lounge-mäßig gemacht. Die halten uns eigentlich auch am meisten auf, ne? Mhm. Wenn wir im Garten sind. Und dann ist so schön auch. Aber diese Metalldinger drumherum fahre ich. Danke nochmal an unsere Family. Boah, wenn du so einen Garten hast. Crazy. Also so, boah, das sieht aus wie so Sicherheitstrakt. Echt? Aber die braucht schon, Digga. Ja, natürlich braucht die, aber boah, find mal so ein Haus, Digga. Oder lass das mal anfertigen, so. Was eigentlich richtig schön ist, ist, wenn es dunkel ist, die sind alle einzeln beleuchtet, dann leuchtet jeder Baum. Ja. Und das hat auch immer so ganz angenehm. Das ist echt crazy, Digga. Das ist jetzt gerade unsere Hauptterrasse mit Garten. Und jetzt können wir einmal komplett ins Haus laufen. Und übrigens hier in die Ecke auf dem Rasen kommt halt ein so kleiner Spielplatz für den Jürgen. Haben wir jetzt gerade bestellt. Spielt er das Haus? Auf jeden Fall Pool hingebaut. Guck. Echt crazy, Digga. Zweiter Bereich. Die haben einfach im Garten auch diese Schränke, Digga. Hast du gehört? Ja. Einfach im Garten, Junge. Achso, zur Garage? Stimmt doch gar nicht. Ja, stimmt. Zwei Autos. Digga. Was? Oder? Car. Das ist Kassel. Ja, wo wohnt die? Geistgestört. Okay. Wo? Das ist geistgestört, Digga. Nein, nein, Nummernschild, Digga, K. Achso, gehen wir kurz zurück. Das ist aber nicht Kassel. Das ist Köln. Das ist Köln. Ja, ja. Ja, ich dachte, Köln ein bisschen was. Mega. Bisschen was anderes. Ja, stimmt, die wohnen in Köln. Schön Werbung gemacht, Digga. Für sich selbst, Digga. Oh, schlau, Digga, ich schwör's dir. Schlau, schlau, ich brauch genauso. Das war das immer. Der ist cool. Bada bing, bada bing. Super, Dusche, fertig. Da sind wir aber froh. Und dann kommen wir hier, zack, kann man hier so hingehen. Der zweite Flurbereich. Hier sind jetzt die beiden Kinderzimmer. Dazu haben wir auch jeweils eine eigene Room vorgelegt. Kann ich euch auch gerne mal in der Infobox verlinken. Weil eigentlich kann man hier zuziehen. Und dann ist das quasi der Elternbereich. Hier ist das erste Zimmer. Der guckt dir mal Kinderzimmer an, Digga. Boah, das ist crazy. Genau, also ich weiß nicht, weißt du aber, was ich ein bisschen schade finde? Also nicht schade so, die Kinder werden so aufwachsen und werden so gar nicht wissen, wie krass das eigentlich ist. Ja, die, also ja, die haben halt keinen Bezug, ne? Für die wird das einfach normal sein, so. Es ja, ist normal, genau, so zu leben. Und dann schaust du die Vergangenheit von der an, Digga, ja, so alte Videos von der. Ja. Das ist halt das Ding. Aber es ist nice, was die auch. Die hat einfach so Louis Vuitton Schlappern. Einfach so, Digga. Weird Flex. Ja, für Schuhe. Eine Kleiderwand für Schuhe. Ein schöner, gemütlicher Raum, wie ich finde.
Boah, das sieht sehr nice aus. Ja. Schlafzimmer. Sehr, sehr nice. Auch, dass hier diese Nachtkommoden auch mit diesem Stoff überzogen sind. Ja, das ist alles so ein einheitliches Bild-Ecke. Übrigens haben wir noch einen Nachttisch hier, einen Nachttischlampe, weil der Hügel abgekommen hat. Hat ja vom Bus runtergeworfen. Und hier hat sich jemand auch einen kleinen Traum ermöglicht. Er hat es, glaube ich, irgendwann in der Route. Ich glaube bei Zett. Ja, und hier haben wir auch mal in Amerika in ein paar Hotels gemacht. Du hast die falsche Seite gedrückt. Elektrische Vorhänge, die halt per Knopfdruck auf und zu fahren. Das finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allem, die sind halt komplett abdunkelt, ne? Ja, die haben wir in den Kinderzimmer übrigens auch. Also vielleicht habt ihr da auch die Vorhänge gesehen. Ja, hier haben wir noch einen Fernseher, den kann man komplett so zum Bett zum Beispiel drehen. Okay, und jetzt kann hier. Achso, guck mal, hier hat sich auch gerade. Dann haben wir hier auch wieder so riesengroßen Spiegel in der Ankleide. Kann man halt auch. Feier. So, und wir tauschen jetzt mal die Seite, jetzt in unser Badezimmer. Mhm. Da haben wir eine ganze Boah, Zimmer. Nice. Nice. Sehr, sehr nice, Digga. Digga, ja, überleg mal. Hey, ich finde diese Waschbecken sehr krank, sagt er. Das ist wirklich geistkrank. Ja, hier haben wir eine freistehende Badewanne. Boah, diese Bad werden einfach so freistehend, Digga. Ja, auch so clean aus. Hotel-Vibes. Ja. Was denkst du, was das Haus gekostet hat? Wie viel? Boah, ich kann sowas sau schlecht schätzen. Ich bin ehrlich. Ja, in Köln, Digga, das ist so noble Gegend. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so über 2 Millionen geht, Digga. Ja. Boah, wie riesig das Ding ist. Ich glaube sogar. Ich würde sogar mit so 5 bis 7. 5 bis 7? Digga, guck, allein guck, wie riesig das Haus ist, wie riesig der Garten ist. Allein schon das, Digga. Und dann dieses ganze. Boah. Dieses ganze Innenleben, guck dir die Bäder an, wo ein Gästebad sieht aus, als wärst du im Hotel, Digga. Und noch, im Wohnzimmer, ich hab mal den Seen, war ich auch so halb runterfahren, ne? Du hast übrigens vergessen, die Toilette zu zeigen. Achso, ja, stimmt. Ja, gut. Ja, das finde ich jetzt nicht so nice. Ja, danach hab ich ja auch Waschbecken. Toilette. Übrigens, fällt mir gerade auf, ich bin die ganze Zeit immer dicht und dadurch sieht man diese ganzen schönen Deckenbeleuchtung gar nicht. Die Decken sind überall im Haus 3 Meter hoch und die Bibi ist 1,50 Meter. Das heißt, wir haben 2 Bibis aufeinander und darum seht ihr nie die Decken, okay? So, dann gehen wir weiter, machen wir die Tür wieder auf und gehen dann kurz zurück. Denn wir haben noch eine Etage, das heißt, wir wandern nochmal hoch und danach geht's in den Keller. Exakt gleich. Dusche, genau. Nette Badewanne. Das ist übrigens was anderes. Genau. Und hier haben wir jetzt auch einen sehr provisorischen Bereich, der eigentlich nicht so bleiben soll. Und zwar sind das hier ganz sehr groß. Wir haben den Gecko schon damals hier hochgebracht. Der stand im Zimmer, wo jetzt Julius Kinderzimmer ist. Ja, da müssen wir noch irgendeine andere Lösung für finden. Die stehen jetzt erstmal hier. Das ist unser Gästezimmer. Boah, Gästezimmer. Digga, Gästezimmer, Digga. Und Gästezimmer sieht besser aus als mein Zimmer, Digga. Und in jedem Zimmer gehen diese Vorhänge einfach mit der Fernbedienung auf und zu, Digga. Geistkrank. So geil, einfach alles verstecken zu raus. Wie findest du das? Dass so ein Kragen so Fernseher ist? Ist cool. Also das ist halt so, das ist sowas, man wohnt dann und man sieht eigentlich gar nicht, dass da jemand wohnt, so, weil alles so versteckt ist. Mhm. Sowas ist schon cool. Warum? Wie findest du es? Weißt du nicht so? Oh. Krass. Also für mich sind in dem Haus sind wir zu. Der ist völlig abgehakt. Für mich sind im Haus zu viele Schränke, Digga. Ja, das schon. Zu viele. Aber wenn du überlegst, es gibt eigentlich, du siehst keine, es sieht immer ordentlich aus. Ja, ja, das stimmt. Und ich völlig abgehakt. Du musst kurz raus. Ach, immer raus, ja. Okay, okay. Vielleicht sehr, sehr gutes Zimmer. Hörst du mich? Oh, Junge. Junge. Ja? Sag mal was. Ich höre dich nicht. Falls du mich hörst. Vukanovic. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Okay. Weiter geht's. Aber man merkt einfach. Achso, sorry. Man merkt einfach, die hat das so dekoriert, weißt du? Es sieht sehr, sehr weiblich aus. Findest du? Ja. Ich finde. Also, ich glaube, dass es den beiden so darum ging, dass es irgendwie immer aufgeräumt aussehen kann. Mhm. Weil es ist halt schon easy, wenn du so viel Stauraum hast,
dann liegt halt nicht was rum oder so. Und ich glaube aber die Deko und so, also diese ganzen Pflanzen so, okay, das wollten die vielleicht beide so, einen auf Umwelt, aber ich glaube so diese anderen Deko-Artikel hat die so gemacht. So ein bisschen kitschig ist es an manchen Ja, Stellen. ja, 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 So zu viel. Genau, so mit der Seite sind wir absolut noch nicht zufrieden. Das ist echt noch so ein offenes Bauprojekt. Wir würden das gerne rausreißen und dann, ich denke mal, ein, so Schrank, damit wir vollkommen ausreichen, die ganzen Kleinigkeiten uns verstauen. Und dann würden wir gerne hier so einen offenen Glaskühlschrank, einen Getränkkühlschrank, wenn das auf dem Schluss noch kennt, bauen. Dann vielleicht irgendwo eine kleine Sitzbank noch hin. Oder ich habe jetzt noch auf die Idee, vielleicht für die Kinder so eine Sprossenwand oder irgendwas zu Was ist denn machen. Sprossenwand? So zu klettern? Ah, okay. Die Stiegen hier hochzubekommen, das war eine Meisterleistung. Genau, und jetzt können wir raus auf unsere Dachterrasse gehen. Ganz kurz gegen Licht, danach drehen wir uns wieder um. Ja. Nice. Sehr nice. Kommt, eine Runde, eine Runde. Oh Gott, wie soll ich starten mit einer Hand? Ja, überall ist Eisen. Die sind schusssicher. Überleg mal, Digga. Oder einfach noch eine Lounge. So, die haben im Garten eine Lounge und auf dem Balkon eine Lounge. Boah, wie viele Leute wollen die so chillen? clean, Digga. Und jetzt stell dir vor, Digga, dort ist irgendwann eine Hausparty von ihren Kids. So, Digga, was Danke. dort abgeht, der ist krank. Danke. Können so hart flexen, Digga. Zum Beispiel. So, normalerweise, wenn man gesagt bekommen hat, geh kurz Keller, Bruder, man hat Angst. Der Keller sieht aus wie Dings, Digga, Arztpraxis. Die zweite Wohnung Ich hier. höre, Digga. Ey, Case im Wandschrank. Oha. Oder einfach Bar. Stehst du das? Krank. Bar, Digga. Auf sehr heller Lage gelebt. Oder einfach eine Bar. Das muss man sich überlegen, Digga. So Partykeller, okay. Aber die haben in ihrem Keller, Digga, eine Bar. Mit Billard. Und oben haben die Tischtennis, Digga. Mit Gym. Crazy, Digga. Oh shit, Digga. So ein Billardtisch hätte ich auch gerne. Ein Billard ist cool. Ja, nein. Ja. Billard ist echt cool. Oh, leck. Hast du gesehen? Boah, Krank. geil. Okay, das hier, das Digga. ist hier. Oh mein Gott. Boah, das sind ganz. Ja, es sieht so traumhaft Das aus, sind ganz Digga. neue Vibes. Oder mit diesen indirekten Lichtern so, die an die Wand leuchten. Boah, Der Digga, geistreich. feier. Das sieht aus wie in so einem Film, Digga. Ja. Boah, Digga. Der hat einfach Sauna noch drin, Digga, bei denen läuft anders. Das ist wirklich geistreich. Crazy. Boah, die Stromrechnung. Boah. Der glaubt mir, derjenige, der sich sowas leisten kann, der scheiße Stromrechnung. Was, ich persönlich halt richtig cool finde, was mir am besten gefällt, ist halt diese Kombi aus Bar und Pool, dass man so einen Cocktail mal eben rüber kann oder hier auf diesem Getränkeding. Es ist schon ein Traum. Das ist schon geistkrank, Bruder. Das sieht Das sehr ist schön wirklich aus. geistkrank, Digga. Boah, das Ding ist eine Hausparty dort. Boah. Ich bin echt gespannt, wie die, also so. Digga.
Das ist wirklich geistkrank, Digga. Man trifft sich halt auch einfach viel öfter. Wir haben uns oft früher gar nicht so oft mit der Familie getroffen, halt nicht so regelmäßig wie jetzt. Und jetzt rufen beide Familien einfach zusammen. Dann ja, das war jetzt zum Abschluss. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen, euch zu zeigen. Wir waren auf jeden Fall in jedem Raum. Jetzt wisst ihr auch mal, wie das Ganze zusammenhängt. Ja, aber so eine Abdeckung kannst du auch zeigen, ne? Ja. Falls euch fragt, wegen Kindersicherung oder so, wir können das abdecken. Oh. Crazy. Krass. Ey, die haben halt echt an alles gedacht. Ja, ich bin ehrlich. Die haben bis auf Tellerwärmer gedacht, Digga. Boah, das ist das krasste Haus, das ich in YouTube-Deutschland gesehen habe, Digga. Ich sag dir ehrlich. Das ist echt so. Das ist so heftig. Also, ich habe das von anderen gesehen, Montana Black oder so, Digga. Das ist auch geisteskrank. Ja, Montana Black, sein Haus ist ja noch nicht fertig. Ja, das der ist, ja, das ist ja auch geisteskrank so. Ja. Aber das da ist halt ein sehr anderes Level, Digga. Boah, dieser Garten, ja. Digga. Allein schon dieser Garten, das ist das, was die mein Kopf war. Einfach fucking Pool im Keller, Digga. Die haben. Gym. Gym. Die haben Bar, Digga. Wirklich geistkrank. Die haben 20 Millionen 1000 Schränke. Sei ihr gegönnt, auf jeden Fall. Ist echt so.